Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Wir sind nun in Cruel, Akt 2 Ende und müssen uns da noch ein bisschen durchkämpfen zum Val Our Soul oder Our Soul. Und ja, ich habe da im letzten Part so ein bisschen erzählt, dass ich einfach nicht oben mithalten kann natürlich. Und auch die Seasons nicht ganz schaffen werde natürlich, das ist allemal klar. Ich habe es jetzt einfach mal geprobiert und ja, man sieht, als Self-Found, Nicht-Handels-, Nicht-Multiplayer-Charakter-Spieler, ja, schafft man das überhaupt nicht. Aber ja, ich werde noch Vollgas in den letzten Wochen der Season. Habe hier schon mal ein bisschen weiter geskillt. Jetzt muss ich unbedingt eigentlich hier durchgehen. Ich kann nämlich die Attack-Geschwindigkeit so eventuell nicht so gut mitnehmen. Ja, ich gehe hier nach oben. Physical Damage Reduktion. Eigentlich muss ich das mitnehmen, hä? Leash brauche ich noch nicht. Ein Grip brauche ich sowieso nicht. Ich muss hier hin wieder. Ja, nein. Ich brauche jetzt noch nicht so viel Leash. Ich muss da hoch und dann darüber. Ja. Und dann hier hoch. Vielleicht hierhin noch. Wird schwer, aber ja. Wir machen das. Wir können das. Aber ihr seht, wie stark ich schon bin. Das ist heftigst. So. Hier haben wir noch eine Ebene. Also zwei. Ja, noch zwei sind's. Sind glaube ich vier, oder? Es müssten vier sein. Und dann im fünften ist dann der Boss. Aha, schon. Also dann haben wir schon drei. Okay, prima. Ja, jetzt muss ich ja mal wieder fluchen. Ich habe nie geflucht. Ich finde einfach zu viele Attack-Skills, also Flüche und sowas, so langsam gehen und so, kann ich nicht einsetzen. Das ist für mich nicht der Playstyle, den ich mal haben will. Ja. Heftigste Damage. Wahnsinn. Der konnte nicht einmal wieder zurück. Der ist zermanscht worden. Der ist einfach nur verwirbelt worden. Ein Hauch keiner. Kein Hauch einer Chance. Ja. Ich habe einen Exalted Orb bekommen. Exalted. Und ich freue mich so mega gut. Nein, ich freue mich irgendwie nicht. Der ist nur zum Handeln da. Ich freue mich nicht über diese Orbs. Die ganz guten. Ich will lieber wichtige Orbs haben als teure. Ja, die explodieren nur so ganz klein. Die müssten ja mega explodieren, aber mit ihrem Schaden für die Gegner, für die... Ja, mit Gegner. Und nicht für mich. Ich bin ja der, der sie zerstört. Oh, was bist denn du? Noob, schütz dich nur. Also ich habe so viele Ideen für neue Spiele. Also... Ich könnte das optimalste Spiel machen, habe ich jetzt gerade wieder ein bisschen nachgedacht, weil die Spiele sind immer dafür da, dass man so viel Zeit wie möglich investiert. Ich will ein Spiel spielen, wo man motiviert wird, so viel zu spielen. Ich werde immer so nicht mehr motiviert nach einer Stunde, muss immer wieder aufhören.
Dann nehme ich immer nur eine Stunde auf, also zwei Parts, und der Rest nicht. Und muss mich immer die Zähne ausbeißen, wenn ich hoch pushen muss und alles. Ich habe so wenig Zeit, ich habe immer nur ungefähr 30 Minuten Zeit pro Tag, um mich noch ein bisschen hoch zu pullen, hoch zu bringen. Weil ich muss ja auch euch wieder ein bisschen Content zeigen, der ein bisschen weiter liegt, damit wir einfach schnell vorwärts kommen. Ich habe ja eigentlich viel gezeigt mit dem Feuerball, der Feuerball Witch. Und ja, es ist einfach schwer, so ein Spiel zu let's playen, vor allem komplett, oder? Und ich tue mich auf jeden Fall, ja, komm weg. Ich tue mich auf jeden Fall konzentrieren, dass ich nächste Season weiterkomme. Das bin ich euch auch schuldig. Weil, ihr seid sowas von tolle Zuschauer. Jeder, auch der, der es jetzt eingeschaltet hat. Weil, ihr bringt mich einfach nach vorne mit diesem Let's Play. Es ist Wahnsinn, wie toll ihr seid. Ja. Und jetzt gehen wir gleich mal weiter hier. Auf jeden Fall dann noch das Ding machen, aber wahrscheinlich auch erst viel später. Das ist leider, das ist zu schwer für mich. Ich war sowas von böse, als sie das reingebracht haben in das Spiel. Wieso müssen sie noch etwas machen für High-Level-Content? Noch etwas für Profis machen? Wieso denn? Was ist denn los mit den Entwicklern? Die wollen immer nur für die Profis Sachen machen, aber für die Anfänger nie. Das ist einfach nur böse. Also ich finde es einfach unfair. Aber eben muss ich als Profi fühlen und das kann ich halt mit einem Let's Play nicht. Weil ich viel zu viel Zeit verliere. Ich kann euch ja kaum irgendwie 5 Parts pro Tag bringen. Dann wird es niemand mehr schauen, weil niemand mehr nachkommt, oder? Tja. Aber jetzt kommt zuerst einmal der 64-Bit-Client und ja, bekomme ja noch einen 4K-Monitor und alles. Das geht mir dann auch alles besser, dass ich die Zahlen auch lesen kann. Aber wahrscheinlich eben die Ecken auch nicht mehr so gut sehe, noch weniger sehe. Ich habe schon nachgedacht, ein Eck Ding zu kaufen, ein Eckpult. Und nebenbei, sag schon, ein PC an die Wand. Also eine, den man an die Wand kleisten kann. Es würde dann viel besser, wenn ich einfach, ja, gehen, weil der Monitor dann eigentlich auch mal ein bisschen weiter weg ist. Und der PC dann nicht im Weg ist. Der ist nämlich immer neben meinem Knie. Das macht, ja, das nervt. Es nervt extrem. Ich muss mich immer schräg hinsetzen. Weil die Pulte, die sind immer extrem scheiße. Also ich habe jetzt bisher immer nur Pulte gehabt, die extrem eckig sind und weh gemacht haben. Nie so richtige Tische. Viele Let's Player haben einfach Tische und das ist das Beste. Aber ich finde nirgends Tische, die genauso hoch sind, wie ich es brauche, oder? Das ist das Wichtigste. Es muss ein Tisch sein, der genau groß ist für meine 1,87. Und ja. Und nicht irgendwie zu klein. Es sind meistens zu klein oder zu groß, weil es Bartische sind oder sonst was. Und das ist nervig. Also kann ich nicht anders sagen. Jo. Noch ein Saber, okay. Prima. Da ist nichts. Den brauchen wir nicht. Lol, der tut alle wiederbeleben von diesem Schrein-Essenz-Teil. Destruction. Das nennt man Destruction. Ich freue mich.
It's cool, man. Da ist der Ding. Da muss ich einmal nicht hin, hä? Challenge of Remnant, oder wie das heißt. Das muss ich auch nie merken. Ich habe genug zu merken. Oh, Anguish. Boah, ist das übertrieben. Der macht Damage, ey. Übertreib's nicht bitte, aber Anguish ist gut. Dankeschön. Da ist der andere, da hat wahrscheinlich Feuerding eingesetzt, oder? Auch. Ah! Oh cool, nicht schon wieder den gleichen, bitte. Der hat Ding Molten Strike eingesetzt, das hab ich gar noch nie gemerkt. Man sieht es ja nicht, wenn man ihn immer wieder gleich doppelt so schnell besiegt, als man schauen kann. Ah, da kann man wieder neue Sachen entdecken, ja, scheinbar. Ah, da ist es schon. Hallo, Petey, du bist ein paar Sekunden down. Betreib's nicht. Ich habe Trank eingesetzt, dabei stirbt sie ja gar nicht. Ei. Ja, die Konzentration ist natürlich so früh am Morgen auch noch nicht da. Hm. Prima. Weiter geht's. Da müssen wir hin. Armor, Armor, Armor. Ein Wurmscale, hä? Ah, Imperial Gardens. Da müssen wir noch lange nicht hin. Schau, dass ich dort dann wieder zeigen kann. Hä? Aber jetzt will ich es erstmal wieder ein bisschen vorwärts machen. Ich könnte den nächsten Part aber auch, oder den übernächsten Part dann eher, nochmals die Asservice zeigen. Hä? Weil ich muss ja auch ein bisschen vorwärts kommen dort. Ja, ist der gleiche wieder. So ein Mist. Findet man endlich wieder ein Unique-Juwel, hat man den gleichen wie zuvor. Heieiei. Was soll ich mit dem? Eigentlich eher für die Feuerball-Witch. Aber ich brauche ja Stärke bei der Feuerball-Witch. Heieiei. Oh. Nein, will ich dich nicht. Schmeiß sie fort. Da er... Ja, den muss ich nehmen. Hui. Nehme ich. Der hat viel Resistenzen. Cast Speed. Nehme ich. Schmeiß ich fort. So. Ja, eben, der ist nicht so gut. Schade, man bekommt immer noch Schrott über von den... Hm. Wahrscheinlich auch wegen dem E-Level. Naja. Ja, jetzt müssen wir noch kurz reden. Ah ja, die Platinum Busts. Hm. Gut, dann gehen wir in die Kanalisation. Hm? Ja, also ich werde eventuell nicht... Morgen oder übermorgen, aber vielleicht in einer Woche mal den anderen machen. Oder ich werde die neue Season gleich machen. Wird halt schwer wegen dem Damage.
Aber nun gut, ja, es ist halt schwer. Die Items zu finden für den Bild. Und man hat schlechtes AOE, man muss am Anfang etwas anderes nehmen. Hä? Ich denke mir gerade aus, was ich nehmen soll am Anfang. Sander könnte ich nehmen. Ich werde mal schauen, ob ich den nehme, hä? Immortal Strike heißt ja so. Irgendwas anders. Ich könnte mal kurz nachschauen, hä? Wir müssen aber hier irgendwo raus. Da, hä? Nicht? Wo geht's raus? Da unten. Noch ein Coin. Ey. Oben links. Irgendwo oben links könnte es sein. Ah, dort unten rechts. Unten links. Hm. Gut. Einfach nur bis zum Ding. Dann gehen wir kurz schauen. Ich könnte in der Kiste kurz schauen. Weil ich habe ja einen eingesetzt. Ist es Molten Strike? Nein. Molten Strike ist ja eben der mit den... Ah, Infernal Blow. Also fast richtig gehabt. Der ist es, der lässt die Gegner explodieren mit 10% of the Corpse Maximum Life und ja, tut AOE Damage natürlich machen wegen der Explosion, hä? Also den können wir dann benutzen, ja, in der neuen Season, hä? Wollt ihr sehen? Also es wird richtig Explosion geben, es wird so große Explosionen geben überall. Und Kettenexplosion glaube ich auch noch. Wenn die Gegner explodieren, explodieren die Corpses. Nein, einfach die nächsten explodieren dann auch nochmal. Oder irgendwie so. Keine Ahnung genau, aber... Ja. Also ihr werdet sehen, es wird ein spaßiger Bild sein. So, meine Damen. Ein Fire Arrow. Hey, Damen, stirbt endlich. Ich bin wieder so ein Ladykracher. Die Bubbles. Ich habe überall Bubbles um mich. Die bewegen sich immer so verschieden, also nie richtig synchron. Das ist echt cool gemacht, also. Hab ich jetzt zwei Boosts? Ja, müsste zwei Boosts haben. Gucken wir. Zwei, ja. Dann gehen wir weiter. Wenn wir es finden. Jetzt kommen die Evils, ob's plötzlich... Okay. Also das Gebietsabhängen, könnte ich schon sagen. Ja, und du droppst nicht mal das. Hier ist Sackgasse. Gassacke. Tschüss. Ich denke gerade noch etwas nach, aber das betrifft nicht Path of Exile gerade. Also jetzt muss ich mal wieder wegschwenken. Ich kann nachher darüber denken.
Toll, weißt du? Oh, Scheiß. So cool, ich habe eine so coole Idee. Ah ja, ja. Muss ich unbedingt umsetzen. Okay, ich kann sagen, ich spiele Minecraft. Ich bin Minecraft-süchtig, ich weiß. Da ja recht viel auch mit Kämpfen zu tun hat, kann ich das ja hier sagen. Aber ich will nicht zu viel Off-Topic machen, zeigen. Deshalb lasse ich das lieber mal hier. Und level up, level up, level up, level up, level up, level up. Ey, ja, 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 die bringen keinen Level up. Das geht mal gar nicht. Dafür werdet ihr nochmal bestraft. Ihr seid schon bestraft mit dem Tod, aber ich werde euch in der Hölle zerstören. Gut. Knockback. Also wenn ich die Handschuhe finde mit Reversal Knockback, könnte ich die nehmen. Dann wird das so gigantisch. Also schaut euch mal Distanz, 25% mehr Distanz, das ist heftigst. Ach ja. Ich freue mich schon, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe. Also ihr könnt mal wirklich eine Season dann nur Livestream. Aber dafür muss ich viel beliebter werden im Livestream. Also unterstützt mich bitte im Livestream. Ihr werdet es immer wieder erfahren, aber jetzt sage ich, ja. Ich will es einfach, dass ihr es auch merken könnt. Sonst eben subscriben bei Twitch und dann merkt ihr, wenn ich, solange ihr noch natürlich die E-Mail-Adresse auch benutzt, seht ihr dann auch, wenn ich livestreame. Hä? Auf jeden Fall werde ich viel öfters Path of Exile livestreamen. Und eventuell, ja, heute wahrscheinlich noch nicht ganz. Ich bin immer, ja, wie besser jetzt wieder in der, ja, Nachtkurve, also Tag-Nacht-Rhythmus. Weil ich ja schwer krank war, also eine richtige Erkältung hatte. Und deshalb so richtig in eine andere, in einen anderen Rhythmus reingeriet. Aber jetzt werde ich eventuell halt so ungefähr um, ja, 10 Uhr, sagen wir 10 Uhr täglich eventuell wieder Livestream. Sonst nervt mich wirklich, dürft mich nerven, gell? Einfach nicht spammen. Spammen ist das Einzige, was ihr nicht dürft, aber ihr dürft sagen, hey, mach jetzt endlich Livestream. Ja, explodieren lassen, ey, du Scheiß. Das sind alles Pussys. Ja, ja. Jetzt explodieren lassen. Jetzt all den nach oben tun, damit der da oben hilft und ich hier unten. So, hilf endlich, du verfluchtes Teil von einem Toten mit deinem scheiß KI. So, prima, Mission complete. Ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Haben noch 6 Minuten. Können wir ganz schön hier herumwirbeln, schön tanzen. Ja, das freut mich. Es macht immer sehr viel Spaß hier herumzuwirbeln. Richtig schön wirbeln. Ja. Aber es ist schon richtig hart, wie manche Let's Player langsam entertainen. Ich mag das nicht. Ich mag Entertainment nicht bei Let's Plays. Ich möchte jemand Persönliches erleben, wie er Games spielt.
Und wenn er Entertainment, dann verliert er seine Persönlichkeit. Und ja, das will ich unbedingt vermeiden natürlich. Also ich werde niemals ein Entertainer sein. Ich werde immer ein persönlicher, ein Spieler, ein Zocker bleiben. Und mit meinem Erfolg, den ich hoffentlich auch bekommen werde, werde ich dann schon ein bisschen, ja, mich anstrengen müssen. Jo. Also, auf jeden Fall geht es momentan mordsheftigst vorwärts mit meiner Fitness. Schon extrem, wie ich gesund bin momentan. Aber eben auch die Nebensache habe, dass ich, tja, einfach immer wieder krank bin, weil meine Immunstoffe natürlich sinken mit dem, ja, sag schon, mit dem heftigen Training. Ja, sicher. So viel Lärm. So viel Schaden, ey. Lärm ist es ja nicht, aber Schaden. Nein, 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 ich will verlangsamen. Nein, nein. Hilfe. Er verlangsamt mich. Genau, direkt dort drin. Komm jetzt mal zu mir. Schäftiges. Schaff ich nicht. Ich muss den besiegen, aber ja. Komm. Der ist zu hochlevelig. Fick dich. Fick deine Kröte an, du Monster. So, danke schön. Ich wollte mal wieder ein bisschen flamen. Sorry für die, die es nicht so mögen, aber das musste sein. Es musste sein. Es musste unbedingt sein. Ja, aber die Beste finde ich nicht mehr. Komm schon, Büste. Komm. Büste, Büste. Nein, keine Büste. Hier, ist hier die Büste. Ja, sie ist hier. Wir haben sie noch am Ende dieses Parts. Also, dankeschön fürs Schauen. Naja, wir müssen noch nicht spuren. Aber ja, ich möchte gerne hier beenden. Es ist ja auch 28 Minuten. Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.